So, einen wunderschönen guten Tag oder beziehungsweise guten Abend. Herzlich willkommen zu Far Cry 4. Wir haben dich beobachtet. Wir sollten uns treffen. Weitere Instruktionen folgen, wenn du diese Koordinaten erreichst. Ja, ich will gerade zu dir, Bruder. Willis. Ja, also ich sag mal, tut mir leid, dass das gestern so ewig lange war, die Folge. Ich habe echt damit eigentlich nur gerechnet, eine halbe Stunde, aber die Mission hat anscheinend echt so lange gedauert mit dem Gas. Beziehungsweise mit der Fabrik da hinten. Tut mir leid. Shanata. Wer sind Sie? Ich sagte, nachdem du mir geholfen hast, den Vogel auf dem Flughafen zu landen. Und warum sollte ich das tun? Du bist hier, um Gutes zu tun und die Bösen zu töten. Nicht wegen Wahrheit oder Pflicht. Gut, dass du die andere Je mehr du mir hilfst, desto eher kannst du mit dem Kriegsspielen auf fremdem Boden weitermachen. Außerdem habe ich Infos für dich. Hallo? Sind Sie noch da? Na super. Free Willis. Infiltriere den Flughafen. Ich mag ja Flughäfen sehr gerne. Ich weiß jetzt ganz genau, eine wird ganz besonders lachen gerade. Beziehungsweise ein schönes Grinsen im Gesicht haben. Oh hey, da gibt's Karma zu gewinnen. Ups. So. Flughafen infiltrieren. Ist da oben irgendwo. Wo sind wir überhaupt auf der Map? Oh, wir gehen weiter hoch. Da ist der Flughafen. Gut. Weil wir müssen dann mal schauen, dass wir auch wieder unsere Map erweitern. Also wieder Glockentürme und was nicht alles. Oh, hoppla. Entschuldigung. Ein Flughafen mitten in den Bergen? Ist das vielleicht der Flughafen Lukla? Wenn die den hier nachgebaut haben, das wäre so geil. Ich weiß nicht, wer den Flughafen Lukla kennt. Soziale Harmonie. Diese Terroristen gewinnen nicht an Boden gegen Paganin und die Royal Army. Das ist reine Kraft, die in die Irre führen soll. Na, nee, da lang. Oh, wir entfernen uns immer weiter. Gibt's hier irgendwie einen Weg dahin? Da ist der Airport, der ist ganz hier oben. Da oben ist er. Renn da jetzt hoch. Ah, schau mal da. War das verschwendete Munition? Ja. Ich hätte mir mal erst Muni kaufen sollen, oder? Verdammt. Puh! Der hat mich voll übergesammelt, der Arsch. Mann, kann ich hier nicht hoch? Komm schon.
Ich brauche mal bald neue Munition wieder. Ne. Die haben echt Lukla nachgebaut. Wie geil ist das denn bitte? Kyrat Airport. Wie ich das gerade feier. Die haben echt Lukla nachgebaut. Landebahn fällt ab. Und springen und fliegen einfach ab. Links runter, vorne runter, rechts ein Berg, hinten ein Berg. Na gut, hinten kann man jetzt nicht so als Berg bezeichnen, aber es ist da. Das gucke ich mir nochmal genauer an dann. Luft anhalten, AJ. Schuss. Ich bin am Flughafen. Gut, hab eben bei einem Rundflug Scharfschützen entdeckt. Schon weg. Verdammt! Wir sehen uns im nächsten Leben. Jo. Einer von vier Scharfschützen? Hä? Ich denke, die sind weg. Hilfen er. Geh mal hier hoch. Ich finde dich, Arschloch. Oh nein! Zeig dich, du Stück Scheiße! Wer ihn umlegt, kriegt von mir ein Bier! Was will ich denn mit deinem scheiß Bier? Will ich den Kerl überhaupt finden? Na, wo ist Nummer 3? Sie können jetzt sicher landen. Die Scharfschützen sind erledigt. Gute Arbeit. Ich leite den Anflug ein. Jetzt geh zum Kontrollturm und ruf mich an, wenn du da bist. Schade. Das schaffen wir. Nochmal. Wie geil, da haben die echt den Airport nachgebaut. Okay, sie können jetzt sicher landen. Die Scharfschützen sind erledigt. Gute Arbeit. Ich leite den Anflug ein. Jetzt geh zum Kontrollturm und ruf mich an, wenn du da bist. Gut, dass ich ein Scharfschützengewehr dabei habe. Es ist immer gut, entweder einen Bogen oder ein Scharfschützengewehr dabei zu haben. Eins von beiden braucht man. Ich finde das so geil. Da haben die echt den Airport nachgebaut. Sehr geil gemacht, muss ich sagen. Ach, ich hab doch schon. Bin in Position. Bleib da und halt mir den Rücken frei.
Ich habe noch was zu erledigen, bevor wir reden können. Wenn bei dem Treffen was... Wie fliegt der denn an? Ein Signal. Was für ein Signal? Wenn ich Reaganomics sage, fängst du an zu schießen und hörst erst auf, wenn alle erledigt sind. Reaganomics? Okay. Ach, das ist der Kommandant. Vielleicht gucken, sind alle weg, alle tot, oder? Ich halte diesen Kanal offen, aber sei ruhig. Ich brauche keine Ablenkung. Der Typ ist ein kleines bisschen sprunghaft. Verstanden? Verstanden. Gut, dann mal los. Die haben hier echt den Airport nachgebaut. Fällt ab, da hinten starten sie. Gut, nicht hundertprozentig, aber die haben ihn nachgebaut. Hier stehen Flugzeuge. Genau, wie sie wollten. Es gibt eine Planänderung. Was soll das? Ich sagte Planänderung. Yuma will, dass ich sie zu ihr bringe. Ist das ein Witz? Das können sie nicht tun. Wir hatten einen Deal. Sie und ihr Flugzeug werden schön hier bleiben. Ich bringe sie zu Yuma. Wir sollten darüber reden, okay? Da gibt es nichts zu bereden, Freundchen. Wo ich herkomme, ist ein Deal ein Deal. Sie können ihn nicht ändern. Das ist unamerikanisch. Jetzt reicht's mir langsam. Kennen Sie sich mit Reaganomics aus? Eine gesunde Politik, die finanzielle Zukunft der USA gesichert hat. Kontakt an 27C und der Beschuss. Komm mal in die Gänge. Verdammt. Kollege, da sehe ich dich doch nicht. Da kommen Banditen aus dem Osten. Schalte sie aus. Schläfst du? Deckung geben heißt, dass du mich beschützt? Ja, ist mir klar. Stirb. Sag mal. Wieso stirbt der nicht? Wo? Beschuss von allen Seiten. Das ist ja wie damals in Fallujah. Ja, wo ist die Hubschrauber hin? Halt die Mörderteams aus und alle, die kommen, um ihre toten Kumpel zu rächen. Okay? Verstanden? Gut. Ja, der hat gesessen. Wo sind denn die Mörser? Was ist mein Ziel überhaupt? Ich habe kein Ziel. Sieg gehört uns!
Okay, jetzt wird's haarig. Hä? Granaten, du Opfer! Ich bin mir jetzt nicht sicher, was ich direkt machen soll. Ich schieße jetzt einfach mal. Wo ist unser Kollege hin? Bei all den Schüssen und Explosionen, die ich nicht höre, würde ich sagen, du bist sicher. Komm und triff mich im Lagerhaus, damit wir uns endlich mal kennenlernen. Boah! Der Typ hat ja Nerven. Ich würde die gern so alle plündern, aber mein Munitionbeutel ist voll. Mann, da. 25 Jahre und ich weiß immer noch nicht, ob das Abwasser hier so stinkt oder nur der Mangel an Hoffnung. Ich rieche gar nichts. Diese Verkleidung brauche ich jetzt wohl nicht mehr. Also, wer sind Sie eigentlich? Sieh dich an. Amerikaner im Innern und dennoch zu gebrauchen. Du bist der perfekte Wolf im Schäfermantel. Besser als der Sunnyboy, den ich beim letzten Einsatz babysitten musste. Ihr seid aber beide Patrioten, würdet beide jedes Mal die Hand aufs stolze Herz legen, wenn am 4. Juli die Nationalhymne im Stadion gesungen wird. Dennoch zu gebrauchen? Ich arbeite für Langley, Agent Willis Huntley. Langley? Also CIA? Alles, was du über deinen Vater wissen musst, steht in der Akte. Welche Akte? Die in dem Flieger, den gerade abnimmt. Oh, Scheiße! Hey, das wirst du brauchen. What? Nigga! Ach was. Hä? Bin ich jetzt tot oder habe ich es geschafft? Hä? Was jetzt? Bin ich jetzt tot oder was? Was war das denn bitte? Also, nochmal. Darf ich nicht von hinten ans Flugzeug ran, oder was? Alles klar, legen wir los! Ja, bewegen wir... Ah, Steuerung, Fallschirm zu öffnen. Ah! So. Leck mich am Arsch. AJ, ich vermute, du hast die Akte. Ja, sie hilft mir kein Stück weiter. Sie ist redigiert. Du willst mehr wissen? Dann halt die Klappe und hilf mir bei einem Job. Dann nehme ich ein paar der Balken raus. Gut. Was für ein Job. Ich bin hier, um Pagan Min und Yuma zu stürzen, was die Einheimischen anscheinend nicht schaffen. Und ich dachte, dein Volk versteht was von Guerillakriegsführung. Dein Volk? Der Goldene Pfad kämpft den falschen Krieg. Ich soll ihnen zeigen, wie es geht. Schritt 1. Den Flughafen übernehmen.
Schritt 2, einen gewissen AJ Gale rekrutieren. Das bist du. Triff mich hier, wenn du soweit bist. Oh, und erzähl dem Goldenen Pfad nichts von unserer Vereinbarung. Das ist nichts, was sie wissen müssen. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss mal einen abseilen, wenn du verstehst. Oh mein Gott, das Klo ist nur ein scheiß Loch im Boden. Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Oh Mann. Ach ja, da hat er mal einen kräftig abgeseilt in das Loch. Ach Mann, was eine geile Action eben. Also, ich muss sagen, diese Aufnahme von Far Cry, die ist wirklich diesmal besser. Diesmal habe ich mich auch um ein 20-Minuten-Format gehalten. Das war super. Mission begonnen und ab und fertig. So muss das sein. So, nächste Folge. Was ist geplant? Was ist nächste Folge geplant? Ich werde wahrscheinlich erstmal meinen Beutel entleeren. Also meinen, ja, Beutebeutel. Was? Und werde dann wahrscheinlich erstmal die Glockentürme dort oben einnehmen. Dass wir ein bisschen Luft haben und nicht dauernd Gegner in der Fresse haben. Und dann werden wir uns wieder mit unserem Willis treffen und mal sehen, ob er dann immer noch beim Abseilen ist.